Hallo, wir waren ja am vergangenen Wochenende, am 13. Juli, in Ziegenhain und sind dort in 2A-Springen gestartet. Und ja, da möchte ich euch heute mal wieder meine Ritte zeigen und so berichten, wie es war. Und da wünsche ich euch viel Spaß. Für uns ging es zuerst ins Stil A1-Sterne und Uschi war eigentlich echt gut drauf, also am Abreiheplatz hat sie gut mitgemacht und hatte eigentlich einen schönen Zug nach vorne, was ich gar nicht gedacht hätte, weil der Platz nicht so geil war. Aber ja, fand ich auf jeden Fall gut. Dann in der Prüfung selbst hätte ich ein bisschen zackiger reiten können, aber Uschi hat alles brav gemacht und deswegen bin ich auch sehr zufrieden mit ihr. Wir bekamen auf die Runde eine 7,3 und wurden Zwölfter. Programm Nummer 147, Camilla in Sattel Rosa Hügel, sowie die Programm Nummer 652, Valerie, geritten von Emma Reinhardt, beide mit einer Wertnote von 7,3. Wie ihr gerade gesehen habt, die Siegerehrung war am Anfang so ein bisschen komisch. Das lag daran, weil da so einer, das Pferd ist da irgendwie so ein bisschen komisch gewesen und ich hatte Angst, dass das die Uschi tritt und deswegen, ja. Danach ging es dann für uns ins Zeit-A und wie ihr jetzt schon gesehen habt, hatten wir da schon zwei Steher. Das war ein bisschen höher, aber war jetzt nicht schlimm. Es war halt ein Zeit-A und ja, da war bei uns beiden so ein bisschen die Luft raus. Da habe ich es jetzt gerade noch so drüber gekriegt. Da war so ein bisschen die Luft einfach raus und ich meine, ich bin ja auch irgendwie zu inkompetent, durch 2A-Springen zu reiten. Das habe ich ja mit dem Jotti auch schon nie hingekriegt und deswegen, also alles gut. Ich bin super zufrieden mit der Uschi. Die hat in der ersten Prüfung wirklich alles gegeben und da bin ich wirklich sehr stolz auf sie. Und ja, genau. So war halt die Reise für uns an Sprung 4 zu Ende. Aber ich bin super stolz, weil das war wieder eine weitere A-Platzierung und eine weitere LPO-Platzierung. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Another song by the time when we were young and all the crazy shit we done.